Ein erfreulicher Anlass führt uns her. Wir zeichnen immer die Bezirkssieger aus bei Bewusst Tirol, jene, die sozusagen sehr stark auf Lebensmittel aus der Region setzen, die von den umliegenden Bauern, in dem Fall vom Bruder, vom Bauernhof, Lebensmittel beziehen, aber sonst auch von der Tiroler Landwirtschaft. Dass das sozusagen, was auf der Speisekarte ist, auch am Teller ist. Es freut uns natürlich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, euch hier zu bewirten bei uns. Hat uns natürlich auch sehr gefreut, dass wir letztes Jahr Bezirkssieger geworden sind. Das freut uns insbesondere deshalb sehr, weil wir wirklich bemüht sind, dass wir lokale Produkte da verarbeiten bei uns im Haus und präsentieren. Eigentlich wirklich aus Überzeugung, kann ich sagen, weil das irgendwie viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat und auch mit Zukunft. Und das ist irgendwie ein Trend, ein ganz großer Trend, glaube ich, dass die Gäste das sehr, sehr schätzen, heutzutage immer mehr schätzen. Wir haben jetzt einfach einmal die Frühlingskräutersuppen gemacht, einfach ein bisschen auf die Jahreszeit bezogen. Und da nimmt man halt wirklich her, was man im Garten findet. Nicht? Also vom Bärlauch, Schnittlauch, Petersil, und schlussendlich dann ein bisschen einen Dill, wenn man hat. Oder einfach alles zusammen für Sachen. Und da haben wir noch ein bisschen eine Fischerleine, in dem Fall eine Lachsforelle. Und die haben wir nur in kleine Würfel geschnitten. Und durch die Hitze von der Suppe ist das vollkommen genug. Die Kreisten wird irgendein leichter. Gut? Ich selber habe eigentlich mit einer Barbe noch nie was gemacht. Deshalb bin ich heute schon gespannt, was das gut ist. Es ist, glaube ich, eine Mischung Kompott, Eiscreme und ein Kuchen. Heute hat mir die Nachspeise am besten geschmeckt. Die Suppe und die Nachspeise war gewaltig. Weil es was anderes ist, weil ich die daheim nicht mache. Eine Kräutersuppe. Nein, es ist einfach Natur. Die Naturbelassenheit und auch von uns, von der Gegend. Und das schmeckt man einfach von der Qualität. Wir haben jetzt heute das Kalbel gehabt, und das ist vom Jägerhof immer. Das war vom Bruder, also vom Chef, sein Bruder. Mhm. Der hat immer ganz eine nette Zucht drin mit seinem Braunvieh. Und da nehmen wir mal alles, was möglich ist, natürlich her. In dem Fall ist es ein Stückchen von der Huf gewesen. Mhm. Und das haben wir schön zart anbraten und dann auf einer ganz leichten, niedrigen Temperatur im Ofen fertig gegart. Nocker kochen wir mal noch einmal zu. Ja, fein, das haben wir schon ausprobiert. Dass das Julia mal macht. Ja. Also, wenn wir unsere Produkte gemeinsam präsentieren können und gemeinsam vermarkten und verarbeiten, dann ist da an jedem geholfen und dann ist das irgendwie zukunftsweisend, so sicher geht das.